Der Teufel, König der Unterwelt, jetzt ein Teilzeitmitarbeiter bei McDonald's? Ja, genau so geht es Mao im Anime The Devil is a Part-Timer. Nach einem Kampf in seiner Welt wird er in unsere Welt teleportiert und fängt dort als Teilzeitmitarbeiter bei McDonald's an. Sein Ziel ist es, die Weltherrschaft an sich zu reißen und dabei McDonald's als eine Leiter für den Aufstieg zu verwenden. Herzlich willkommen! Was darf es denn sein? Kennen Sie unsere Angebote? Auch hier wieder ein Anime mit pur Fun und nassen Augen vor lauter Lachen. Natürlich ist auch der größte Teufel kein schlechter Mensch und das zeigt auch Mao in diesem Anime immer wieder. Aus diesem Grund ist er auf meiner Top 10 Liste mit dabei, da er einfach lustig ist, schön anzusehen und auch teilweise etwas Spannung beinhaltet. Wer diesen Anime noch nicht gesehen hat oder gar nicht kennt, den empfehle ich auf jeden Fall mal reinzuschauen. Man kann da nichts falsch machen. Wie gesagt, er ist lustig und auf jeden Fall sehr facettenreich zum Ansehen. Somit von mir wieder beide Daumen hoch auf meiner Top 10 Liste als Nummer 5 gelistet. Meine Nummer 4 auf der Liste, Noragami. Deinen Wunsch, den habe ich, Yato, klar und deutlich vernommen. Yato, ein einst gefürchteter Kriegsgott, hat nun durch jahrelangen Frieden seine Macht und auch leider seinen Schrein verloren. So zieht er nun durch die Welt als streunender Gott, deswegen auch der Name Noragami, und versucht, sich seinen Schrein wiederzuerbauen. Dazu erfüllt er Menschen jegliche Wünsche, jegliche Hilfeleistungen und spart mit diesen Spenden auf einen neuen Schrein. Hallo, vielen Dank für Ihren Anruf. Schnell, sicher und günstig. Liefergott Yato immer zu Diensten. Was gibt's? Natürlich trifft er dabei schnell neue Freunde und das Ganze fängt an, sehr lustig zu werden. Ja, weißt du, ich bin ein Gott. Hallo, Polizei. Hier ist so ein Typ in schmuddeligen Trainingsklamotten, der von sich behauptet, hey, er wäre ein warte, Gott. Warte, warte! Spannung, Fun und Action. Kein Respekt kommt bei diesem Anime zu kurz. Und auch für die sentimentalen Anime-Zuseher ist etwas dabei. Denn die Hintergrundgeschichten von Yato und seinen Freunden bringen sehr viel Trouble in die ganze Gang und mischen das Ganze somit etwas auf. Weißt du, dein Körper, der hängt nämlich da drüben. Was? Von mir auf jeden Fall sehr empfehlenswert. Wie gesagt, meine Nummer 4 auf dieser Liste und somit ein Top-Anime zum Ansehen. Du wachst auf einem Hochhaus auf, kein Weg nach unten und das Einzige, was du siehst, ist ein maskierter Mensch mit einer Waffe, der auf dich zukommt? Tja, genauso geht es unserer Hauptcharakterin Yuri in dem Anime High Rise Invasion. Ein spannender Splatter-Anime, bei dem einmal nicht sinnlos Blut vergossen wird. Warte, starr mich jetzt, da ist er schon am Boden! Für mich auf meiner Top 10 Liste, da beim Ansehen keinen Moment lang an Aufhören gedacht werden konnte. Ich habe den ganzen Anime fast in einem Zug durchgesehen. Die Serie baut Folge für Folge immer mehr Spannung auf und die Folge nach einer Folge ist immer wieder spannender als die Folge davor. Und man kann einfach nicht aufhören, den Anime anzusehen. Daher, wie gesagt, die Nummer 3 auf meiner Top 10 Liste. Ich schaff das. Ich weiß, dass ich das überleben werde. Wer ein Naruto-Fan ist, wird auch meinen Anime auf Platz 2 mögen. Die Rede ist von Jujutsu Kaisen. Aber wenn ich gewinne, bleibst du in unserem Club, ist das klar? Ich bin dabei und werde nicht verlieren. Dieser Anime strotzt nur so vor Action, Abenteuer und der gewisse Faktor an Mystery und Spaß macht den Anime nur umso sehenswerter. Aber ich will dir dadurch zeigen, wie wichtig! Gewonnen! Die Fights sind trotz vorhersehbarem Ende immer wieder spannend und obwohl unser Hauptcharakter Yuji schon von Anfang an sehr kräftig und schon OP scheint, tu es nicht!
entwickelt er sich von Folge zu Folge immer noch weiter, was den Spannungsfaktor nie zu Boden kommen lässt. Wer den Anime noch nicht gesehen hat, unbedingt Nachholbedarf. Seht ihn euch an, der Anime strotzt nur so von Spaß, Spannung, Action, Mystery und natürlich auch etwas Gefühle, die Gefühle der Freundschaft, einen Freund zu verlieren und dann wiederzufinden. All das machen diesen Anime wunderbar. Und natürlich die ganzen Action-Szenen, die Kämpfe, wie es sich für einen Shonen-Anime gehört, sind einfach grandios und daher meine Nummer 2 auf meiner Top 10 Liste. So, und jetzt kommen wir zu meiner Nummer 1. Ich weiß, ich habe anfänglich gesagt, ich unterscheide Animes nicht ganz so gerne. Ich mag ihn oder mag ihn nicht, obwohl ich die meisten einfach mag. Aber wie ihr mittlerweile etwas mitbekommen habt, kann ich trotzdem zumindest bei gewissen Animes unterscheiden. Und das waren halt jetzt Jujutsu Kaisen, was definitiv ein grandioser Super-Anime ist und den Platz 2 auf jeden Fall verdient hat. Und jetzt mein Platz 1, mein absoluter Lieblingsanime, der Anime, den ich immer wieder gerne sehen könnte und würde, hätte ich einfach den ganzen Tag Zeit und nichts Besseres zu tun, als Anime zu schauen. Die Rede ist nun von Trommelwirbel, Horimiya. Ich würde jetzt dann gehen, wenn das in Ordnung ist. Den habe ich gar nicht bemerkt! Horimiya, ein Romance-Anime, der auch gerade diese Woche bei den Crunchyroll Anime Awards den Anime Award für die beste Romanze gewonnen hat. Kyoko Hori und Miyamura Izumi, zwei Charaktere, die unterschiedlicher nicht sein könnten. Miyamura, der eher schüchterne, zurückhaltende Charakter, und Hori, die eher extrovertierte, brave Schülerin. Beide haben ein kleines Geheimnis, und zwar sind sie nach der Schule völlig andere Menschen. Miyamura wird zu einem coolen Boy, steckt sich die Haare zurück, hat Tattoos und Piercings. Hori im Gegensatz wird zur Hausfrau und passt auf ihren kleinen Bruder auf, geht einkaufen und lebt das Leben beinahe eines Erwachsenen. Angriff! Natürlich treffen sich beide eines Tages auf dem Miyamura aus deiner Klasse. Hä? Hä? Und tja, was erwartet man sich von einem Romance-Anime? Genau, sie verlieben sich. Natürlich nicht sofort. Der Anime baut das mit Folge und Folge auf. Es bleibt spannend, doch schlussendlich werden sie ein Paar. Doch was diesen Anime so besonders macht, ist nicht die Romance-Geschichte zwischen Hori und Miyamura, natürlich auch diese, aber auch die ganzen Hintergrundgeschichten von ihren Freunden, von Miyamura selbst und seiner Verwandlung von einem eher schüchternen Kind ohne Freunde zu einem jungen Erwachsenen, der sehr wohl viele Freunde hat, Spaß an seinem Leben hat und der Freude daran hat, wie er sich selbst entwickelt. All das machen diesen Anime so besonders, so wundervoll. Und natürlich kommt auch der Spaß nicht zu kurz. Es sind sehr lustige Szenen mittendrin zwischen Hori und Miyamura, die man einfach nicht missen möchte. Und ja, genau aus diesem Grund ist er einfach meine Top Nummer 1. Wer ihn nicht kennt, wer ihn noch nicht gesehen hat, einfach ansehen. Er ist super, sag ich euch. So Leute, das war's nun mit meinem Top 10 Animes, meiner Top 10 Anime-Liste. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Falls ihr andere Animes habt, die ihr gerne seht, schreibt es einfach in die Kommentare. Wir können uns gerne in einem anderen Video noch über eure Lieblingsanimes unterhalten. Ansonsten einfach einen Daumen nach oben. Wir sehen uns dann im nächsten Video wieder. Wünsche euch noch einen schönen Tag und bis dann!